Ja, liebe Anwesenden hier, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Janine Balder, ich bin zuständige Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und in dieser Funktion begleite ich oder führe ich gemeinsam mit den Kollegen der Vivantes Servicegesellschaft seit 2 Jahren eine Tarifauseinandersetzung, in der es ganz einfach nur darum geht, gleiches Geld für gleiche Arbeit. Denn die Kollegen, die hier stehen, die sind ausgegliedert in eine Servicegesellschaft von einem hundertprozentigen Klinik, also landeseigenen Klinikkonzern Vivantes. Und sind Beschäftigte, die im Normalfall zwischen 300 und 800 Euro weniger verdienen als die Beschäftigten in der Mutter, die die gleiche Arbeit machen und den TVÖD bekommen. Die Beschäftigten in der Vivantes Servicegesellschaft sind unter anderem Kollegen, die Patientenbegleitservice, Lager, Einkauf, Logistik und vor allem Sterilgutaufbereitung machen. Und es wird immer gesagt, das ist der patientenferne Bereich, den können wir ausgliedern, weil euch bekommen wir am Markt zu marktüblichen Preisen. Aber anders ist es, wir sind jetzt seit 17 Tagen im Vollstreik, Tag und Nacht, jede Schicht. Und bisher kein einziges Angebot vom Arbeitgeber, nicht mal eine Reaktion. Und das ist beschämend für ein landeseigenes Unternehmen vom Senat und von der Geschäftsführung. Aber wir haben langen Atem, wir werden weiterkämpfen. Und dass es aber kräftezehrend sein kann, können Sie sich alle vorstellen, Tag und Nacht mit vielen Verstößen gegen die Notdienstvereinbarung, die wir haben. Und umso erfreuter sind wir über Ihre und eure Solidarität. Vielen lieben Dank, dass wir hier heute sein können. Guten Tag, ich möchte mir. Geht das? Hören Sie mich? Ja. Okay. Ich möchte mich erstmal vorstellen, mein Name ist Mario Kunze, ich bin Beschäftigter in der Vivantes Service GmbH und ich habe Ihnen eine kleine Grußbotschaft von den Kolleginnen und Kollegen da unten mitgebracht. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, gern hätte ich euch erzählt, dass die Beschäftigten der Vivantes Service GmbH nach dem Erhalt eures Veranstaltungsflyers sich spontan zum Streik entschlossen haben, um daran teilnehmen zu können. Denn das ist genau unser Thema, aber leider ist das nicht so. Wir befinden uns nunmehr in der dritten Woche unseres Streiks. Wir fordern für unsere Beschäftigten die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Angleichung an den TVÖD und somit die Rückführung in den Mutterkonzern Vivantes. Zurzeit arbeiten tariflose Mitarbeiterinnen neben von der Mutter gestellten Kolleginnen mit Flächentarifverbindung TVÖD. Es gibt diesen TVÖD also und er ist keine Utopie. Noch nicht. Ich muss hier sicher niemanden ausführlich erklären, unter welcher politischen Federführung der Grundstein für die Gründung der Vivantes-Tochter VSG und deren prekäre Beschäftigungsverhältnisse gelegt wurde. Aber ich kann ausführlich erklären, was wir von einer nahezu politisch identischen Berliner Regierung erwarten. Unsere Arbeitgeberin Vivantes ist mit all ihren Töchtern eine Beschäftigte des Landes Berlin. Auch wenn uns ständig um die Ohren gehauen wird, die Politik kann und darf sich nicht in Tarifangelegenheiten einmischen, tut sie es im kommunalen Bereich tagtäglich. Solange das Land Berlin seiner Investitionsverpflichtung gegenüber den Kliniken dieser Stadt nicht im vollen Umfang nachkommt, solange es im Gesundheitswesen ein menschenunwürdiges DRG-Abrechnungssystem gibt, solange die öffentliche Daseinsfürsorge einer hirnlosen schwarzen Nulllüge geopfert wird, werden unter Rot-Rot-Grün die prekären Beschäftigungsverhältnisse, Ausgliederung und Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge voranschreiten. Damit greift die Politik unweigerlich in die Tarife ein. Wer das leugnet, macht sich und uns etwas vor. Mit unseren tariflichen Forderungen in unserem Streik fordern wir nichts weiter als die Umkehr aus dieser immer weiter abwärts drehenden Spirale. Weil nur das wirklich aus der prekären Beschäftigung und der drohenden Altersarmut führt. Die seit 3 Wochen streikenden Mitarbeiterinnen streiken nicht dafür, dass sie in 3 bis 4 Jahren an derselben Stelle wieder von vorne anfangen müssen. Sie führen diesen Kampf seit über 2 Jahren, damit sich etwas Grundsätzliches in ihrem Arbeits- und somit auch Lebensumfeld ändert. Es geht um Anerkennung und nicht nur um das Gelaber darüber, sondern um gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Die einzige, die diese Forderung erfüllen kann, ist die Berliner Regierungskoalition. Nur sie kann der von ihr eingestellten Geschäftsführung von Vivantes und VSG den Auftrag erteilen und die Mittel zur Verfügung stellen, damit diese sich zähneknirschend von ihrem kapitalistischen Lieblingsmodell des Outsourcings und der damit verbundenen prekären Beschäftigung verabschieden muss. Sehr geehrte Politikerinnen hier im Raum, seit über 2 Jahren üben wir uns nun in Geduld. Ihr werdet verstehen, dass unser Vorrat langsam aufgebraucht ist. Wer ernsthaft gute Arbeit für alle in dieser Stadt durchsetzen will, muss kaputtsparende Geschäftsmodelle im öffentlichen Dienst bekämpfen. Es wird Zeit, dass der Koalitionsvertrag auch erfüllt wird. Jetzt ein kurzer Brandbericht zum derzeitigen Streikgeschehen. Nur um ein unsoziales Geschäftsmodell zu erhalten, versucht die Geschäftsführung von Vivantes unseren Streik auszusitzen. Krampfhaft wird dabei versucht, einen Normalbetrieb mit dem ständigen Brechen zwischen uns und Ihnen vereinbarten Notdienstvereinbarung aufrechtzuerhalten. Kleinen Moment bitte. Dabei ist hoffentlich jedem hier klar, dass im Gesundheitsbereich ein krampfhaftes Aufrechterhalten eines Normalbetriebs in einer Streiksituation nichts anderes ist als Patienten- und Mitarbeitergefährdung. Denn die, die nicht mit uns streiken können, weil sie in der Probezeit oder befristet sind, und die, die aus weiß der Deibel was für Gründen nicht mit uns streiken wollen, werden gerade physisch und psychisch für positive Geschäftsberichte verheizt. Sogar Fehler und Qualitätsverluste werden dafür in Kauf genommen. Für uns ist das ein Skandal und schürt unsere Wut auf die, die dieses Unternehmen damit zu einer Fleischfabrik verkommen lassen. Meine Kolleginnen und Kollegen stehen da draußen. Ich lade jeden hier ein, sich mit Ihnen zu unterhalten. Wenn Sie wissen wollen, was Betroffene zum Thema gute Arbeit für alle zu sagen haben, nur zu. Wir streiken noch eine gehörige Weile, denn wir wissen, was wir wollen und Sie jetzt hoffentlich auch. TVED für alle Beschäftigten der Vivantes Service GmbH. Ja, vielen Dank, Mario, für diese starke Rede. Für uns ist es wirklich eine große Ehre, dass Sie eine politische Bildungsveranstaltung machen, wo streikende Arbeiterinnen und Arbeiter aus den aktuellen Auseinandersetzungen heraus herkommen, uns als Bühne nutzen wollen, um ihren Konflikt bekannt zu machen. Wir finden es toll, dass ihr da seid. Ihr seid auch herzlich eingeladen, im Laufe des Tages noch teilzunehmen an der Veranstaltung, euch einzelne Sachen anzuhören oder auch alles mit anzuhören. Fühlt euch herzlich eingeladen. Ich fände es schön, wenn wir in der Mittagspause nochmal viele Teilnehmerinnen unserer Veranstaltung runterkommen für ein großes gemeinsames Gruppenfoto mit euch allen. Ne? Toll, dass ihr da seid. Vielen Dank für eure Grußbotschaft und viel Erfolg und Solidarität für euren Kampf.